Willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Beim letzten Mal haben wir ja, uns hier weiter am Weg durchgekämpft. Wir wollen immer noch zu dem Haus des Hohepriesters, hätte ich beinahe gesagt. Und hier kriegen wir neue Fähigkeit. Das. Return to the Absender. Okay. Hold to absorb damage and release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap. Okay. Dann müssen wir mal schauen, wie sich das dann so spielt. Ja, was ist interessant, ist erzählen Sie mir gleich. Hier ist einfach nur meine Geld. Fähigkeit. Jo, Geld kann ich immer gebrauchen. Tödliche Stampede. Gefangen von Männern. Benutzt, um zu zähmen. Vorsicht, Scharfschütze! Jo. Mach! Hier! Wo ist der Scharfschütze? Irgendwo da. Oh, gib mal die Sachse her. Also. Ah, okay. Ich glaube, ich verbrauche dann kontinuierlich quasi meine meine Salze. Jo, mach mal Köder hier. Lade mal nach. Ich gehe in meine Deckung. Ich sehe auch nichts. Wir haben was gemeinsam. Alle tot. Knallt sie ab! Ich komme hier sogar nicht rüber. Sauerei. Wo ist er denn jetzt? Immer noch da oben, ja? Ich bring dich um! Ja, komme ich denn da irgendwie an den. Ja, komm. Aber klar! Dann mal da hoch. So. Ich suche noch. Der ist weg. Den kriege ich weg. Okay, und über mir ist auch noch einer. Ich habe Munition. Danke. Nehme ich natürlich gerne. Wenn ich weiß, wo du bist. Jetzt kommst du raus. Ja, ich bin unterwegs. Aua. Downtown Emporium. Oh. Zu den Waffen, Brüder! Ich beneide dich um deinen Tod! Ist das so? Treibt ihn aus der Deckung! Feuer! Los! Immer schön weg hier mit eurem Scheiß. Meins, meins, meins. Jo. Alles zurückschleudern, was ich hier so kriegen kann. Und auf. Ich könnte es mir heftiger vorstellen, sage ich ganz ehrlich. Weißt du, dann treffe ich noch nie mal den Gegner. Jo. Der ist weg. Ich auch bald, wenn das so weitergeht. Ich möchte eigentlich nicht nochmal sterben. Aber. Weißt du, ich denke ständig an diesen Traum von dir. Das muss jetzt diskutiert werden. Ich weiß doch schon, wie der Hase läuft. Hab ich nicht. Unser Rücker kommt aus irgendeiner Möchtegern-Realität.
aus welchem Grund auch immer, vielleicht auch, weil er dort halt eine Elisabeth kennengelernt hat, die ihn dann aus welchem Grund auch immer hier hingeschickt hat. Und den hat er auch von Anfang an Nasenbluten. Und deswegen hat er auch so seine Vision von dem anderen Krams. Hat er nur dann auch wieder vergessen. Warum? Ist ein anderes Ding. Dein Gesicht sieht komisch aus. Sieht so aus, als sei da irgendwas reingekracht. Jede Menge Schutzschilde hier. Da hinten jede Menge Automaten. Ich soll irgendwo da lang. Hinter diesem Tor liegt Comstock House. Nehmen wir gerade. Und wenn wir rauskommen, dann sind hier die Schilde ganz nützlich, weil da kommen massig Gegner. Gut. Lady Comstock, wie reizend Sie zu sehen. Wundervoll, dass Sie mal vorbeikommen. Besonders nach Ihrem schmerzlichen Tod vor 19 Jahren. Lady Comstock? Das Kleid. Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten. Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krank? Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Oder du bist ihre Mutter. Aber dann wird's ja... Na egal. Dann wird's ja hinauf vom Finger gerne her. Bin ich hier richtig? Das Memorial ist der Ort, wo meine Mutter liegt. Achso, da war Feuer, das habe ich nicht gesehen. Die Insel hört hier auf. Ist nicht so gesund. Also auch alles weitere, was hier noch irgendwie rumflattert, ist dann bald weg vom Fenster. Bitte. Wo willst du hin? Komm. Wonach suchen wir? Gute Frage, nächste Frage. Da ist es. Unsere Lady. Aber warum sind hier so viele Dinger, dass man hier kämpfen kann? Geht das nicht als Friedhofsschändung dann? Ich frag ja nur. Kann ja nichts gut werden hier. Hier spielt kontinuierlich Musik und es gibt ein Schloss in einem anderen Riss. Los, mach! Geht klar! Das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstock House rein. Sie ist deine Mutter? Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk nochmal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Nimm mal die Tür auf. Und dann nimmst du ihre Hand mit, ja? Ganz schön abgebrüht. Elizabeth. Sie ist es. Wie geht es dir, Mutter? Eingesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Kann man den Sack öffnen, was? Okay. Lautsprecher, die haben wir auch in ihren Ton gehabt, um sie zu unterdrücken. Was jetzt? Was zum Geier? Elizabeth, alles in Ordnung? Nein, wo ist sie hin? Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand. Elizabeth, warum ist deine Mutter ein Geist? Sie ist keiner. Er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat irgendeinen Riss geöffnet.
Irgendein Riss, ja. Okay. Siege den Geist von Lady Comstock. Jo, ja, danke. Brauche ich ganz viel. Es scheint, deine Mutter bringt Tote auf. Schade noch. Ich schreie aber schon. Ja. Was ist alles Lüge? Die Horror auf den Grabstein springen. Ich versuche Nachschub zu liefern. Wo kommt ihr denn her? Ja. Hauptsache Ananas, ne? Ja, wer mag schon Ananas? Ja, danke. Was ist sie? Ich weiß nicht. Was bin ich? Und warum sind die zwei da? Ist sie die Quelle meiner Kraft? Aber was ist sie? Tot oder lebendig? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Der Unterschied zwischen den Zeiten ist rein sprachlich. Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Könnten wir erfassen, was Zeit wirklich ist? Wozu sollten Grammatiklehrer dann noch morgens aufstehen? Wie wir alle existiert Lady Comstock überzeitlich. Sie ist tot und zugleich lebendig. Sie merkt, sie ist beides. Sie findet diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis ist eine gefährliche Sache. Da! Fußspuren. Sie geht Unerledigtes erledigen. Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstock House zu öffnen. Aber was ist das? Hat das eine Bedeutung? Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es wertlos. Also machen wir Zeitreisen oder machen wir Paralleluniversum betreten? Fragen. Fragen. Na, wo soll ich jetzt lang? Irgendwo da? Nein. Bin mir nicht sicher. Der fast erläutert ist hier immer noch mein Effekt, den ich da hingesetzt habe. Komm nicht rüber, warum nicht? Da ist doch etwas zum Einsammeln. Und was ist das für ein Bild? Wen soll das denn darstellen? Ich gehe da einfach mal weiter. Hier gibt es eine Gatling Gun, aber die brauche ich nicht. Rinder lügen. Okay. Oh, guck mal, sie sind weg. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich kann mir auch nicht anzeigen lassen, wo ich hin soll. Wo soll ich hin? Ich bin verwirrt. Einfach hier zurück. Schade, dass Sie sie brauchen, um Comstock House zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Aber Raum und Zeit können wir ja. Auch noch sarkastisch. Irgendetwas stimmt nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt.
Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Okay. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Hier ging es vorher nicht so durch. In die drei Risse, ich bin dabei. Kommen jetzt die drei Geister vergangenen Weihnacht, ja? Also, ja gut, nicht die drei der vergangenen, aber... Nee, ihr wisst ja. Stirb! Du da hinten auch! Und du, erst recht! Jo. Moins. Ist hier richtig? Anscheinend ja. Was? Achso, das ist hier so eine Salzdingens von den... Diesen Magnetfeld, was wir da jetzt noch neu machen können. Fireman Booker! Das Feuer wird über dich richten! Ja, ja. Wieder mit dir! Geh doch vor, du Fuhns! So, und dann machen wir... das hier. Für ein bisschen... oh. Also manchmal stoßt es halt wirklich die Leute stark zurück und manchmal halt auch so gar nicht. Muss ich nicht verstehen, ne? Hm. Komm mal hoch. Mal schauen. Bitte. Danke. Geld. Geld. Jede Menge Geld. Da 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 da. So, wir müssen... ja doch, da hinten weiter. Okay. Nochmal so eine Flasche? Ne, das ist einfach nur Salze. Suche die im Fotoladen. Blutes. Fotoladen. Ist hier im Fotoladen? Ich glaube, ja. Aus der Mülltonne einfach noch ein bisschen Kuchen mitnehmen. Warum nicht? Immer. Wir brauchen immer Geld. Vielleicht ist das auch nicht der Fotoladen. Wo geht's denn hier dann zum Fotoladen? Hier? Kriegst du das geknackt? Das kriege ich hin. Fertig. Das ging ja schnell. Warte mal, nicht. Tipp nicht durchs Feuer hin. Warte, ach, hier sind wir. Hier, wo wir gekämpft und gestorben sind. Wo wir gekämpft sind. Wow. Da hätte ich drauf kommen können. Okay. Brennen in der Hölle sollt ihr. Alle. Elisabeth, wo bist du denn jetzt wieder gesprungen? Jo, danke für deine Salze. Ciao. Jo.
Danke. Dafür steht der hier vor mir. Ich schieß voll daneben. Das ist manchmal schon ein bisschen anstrengend. Guck mal, eine Leiche. Bank des Propheten. Wollten wir hier hin? Ich weiß nicht. Was kann dieser Ort mit meiner Mutter zu tun haben? Wir wollten den Fotoladen. Da blühen manchmal die Blumen auf und verwischen sich hier so komisch. Okay. Dann gucken wir uns hier um in der nächsten Folge von BioShock Infinite. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.